Das Volatilitätsbarometer WIX auf dem tiefsten Stand seit dem 4. Januar 2022. Und das war der Tag, als der Leitindex S&P 500 sein Allzeithoch erreicht hatte. Am nächsten Tag ging es dann bergab mit Veröffentlichung des FED-Protokolls, als klar wurde, die FED wird wirklich die Zinsen anheben. Gleichzeitig, wo der WIX gestern praktisch diesen tiefsten Stand seit 4. Januar 2022 erreicht, sehen wir eine massive Dollar-Rally. Sehen wir, dass die Zinserwartungen wieder deutlich gestiegen sind nach einem gestern sehr starken New York Empire State Manufacturing Index ist die Wahrscheinlichkeit wieder deutlich gestiegen, dass die Fed im Mai die Zinsen anheben wird, und ist auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Fed die Zinsen nicht so schnell senken wird. Dennoch sind die Aktienmärkte in den USA wieder gestiegen, zum Ende hin wie von der Schnur gezogen. Das sind bestimmte Schnüre, das will ich gleich zeigen, nämlich die heißen Zero DTE, diese Optionen, die offenkundig wieder neben Short Squeezes, gerade bei Most Shorted Stocks sehen wir diese Bewegungen. Hier der S&P 500 mal in kurzer Zeitebene. Booms, da ging es dann nur noch nach oben. Es geschehen an den Märkten immer wieder Wunder. Interessant natürlich, dass das Ganze wieder unter gespenstischem Volumen stattfindet. Gestern 65 Millionen SPY-Kontrakte, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Wir schleppen uns seit Tagen mit dem minimalen Volumina hier vor uns her. Schon länger her, dass wir 100 Millionen erreicht hatten pro Tag bei diesem SPY-Kontrakt. Wir hatten in der Bankenkrise, als das so richtig aufpoppte, das Dreifache, teilweise mindestens das Doppelte an Volumen. Hier oben sehen wir, dass diese Banken, vor allem diese Regionalbanken, sich erholen konnten. Hier sehen wir mal den KBW Bank Index, der gestern deutlich gestiegen ist. Und wir sehen KRE, das ist das Regional Banking ETF, das sehen wir allerdings, dass das noch nach wie vor bärisch aussieht. Das sieht nicht wie eine gesunde Erholung aus. Das sieht danach aus, als würden wir da nochmal so eine Wedge bilden und möglicherweise dann der nächste Fall kommen. Und vielleicht hängt dieser nächste Fall der Regionalbanken mit Apple zusammen. Die bieten ja jetzt 4,15% Zinsen. Das ist mehr als das Zehnfache der durchschnittlichen Verzinsung eines Bankkontos in den USA. Und Meldungen zeigen, dass die Leute sofort, nachdem gestern das online ging, dass Apple hier diesen Zinssatz bietet, dass Kunden etwa von Charles Schwab, von State Street M&T und anderen Banken da drauf gesprungen sind, 60 Milliarden Dollar da gleich mal weggezogen haben, ist das sozusagen der neue Bankrun. Wir sehen, dass eben es woanders durchaus mehr Zinsen gibt. Das ist in etwa 1% weniger als die dreimonatige Treasury Bill. Das ist auch weniger, als man in diesen Geldmarktfonds kriegen würde, nämlich diese 4,15% von Apple. Aber viele Leute wissen das nicht. Für die ist das einfacher. Oh, da gucke ich mal auf mein Smartphone, dann kriege ich da so einen Hinweis von Apple. Mensch, da kriegst du 4,15%. Oh, super, mache ich. Zack, zack. Und zack ist die Sache erledigt. Und das könnte nochmal einen Run auslösen auf eben diese Bankeinlagen. Das muss man sehen, wie das Ganze sich entwickelt. So oder so dürfte sich damit dann die Lage dieser Banken wieder erschweren, die ohnehin schon jeden Cent zusammenhalten, weil sie eben jetzt gucken müssen, dass sie über die Runden kommen mit diesen Geldabflüssen. Eine Bank ist ja regulatorisch verpflichtet, das Kapital, das sie hat, etwa die Kundeneinlagen, in Relation zu den Assets, die sie hält, etwa Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, was auch immer sie im Depot hat, das muss in einem bestimmten Verhältnis stehen. Wenn Gelder abfließen, dann muss die Bank normalerweise dieses Verhältnis eben gleich halten, dann müsste sie Assets verkaufen. Genau das ist ja passiert bei der Silicon Valley Bank, die deswegen tief im Verlust seiende US-Staatsanleihen dann glattstellen musste. Und das war genau das Thema. Jetzt eben dieser Trend, den wir hier schon auch sehen, der bestätigt wird durch die kleineren Unternehmen, NFIB, die sagen, wir kommen immer schwerer an Kredite. Das heißt, wir werden dann Zombie-Firmen pleite gehen sehen, also jene Firmen, die eigentlich nicht mal ihre Zinskosten verdienen. Jetzt sind die Zinskosten hoch, die Kreditbedingungen erschwert, die werden über den Jordan gehen. Ist nicht schlimm, auch wenn es für die entsprechenden Leute natürlich schlimm ist, aber Firmen, die
nicht überlebenswert sind, müssen sterben, damit neue, junge, gute Firmen überleben und dann größer werden können. Das ist der Lauf der Dinge, der Gang des Lebens, wenn man so will. Jedenfalls ist das ein Trend, der sich hier verstärken wird. Und wir sehen nach gestern diesen New York Empire State Index, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen anheben wird, im Mai jetzt auf 87% gestiegen. Und wir sehen gestern die dreimonatige T-Bill, also die dreimonatige Staatsanleihe, erstmals seit 16 Jahren über der Marke von 5%. Und normalerweise ist das nicht so toll für Aktien, gerade für Tech-Aktien. Wir haben gestern deswegen eine massive Dollar-Rally gesehen. Wir haben eine Rally bei Anleiherenditen gesehen und dennoch sind die Aktien gestiegen. Wer hat recht, wer nicht? Hier sehen wir die May-Rate-Hike-Odds im Gefolge eben dieser starken New York Empire-Zahlen. Dabei hatten die Märkte sich gesagt, im Juni ist der Hochpunkt erreicht. Ab dann geht es deutlich bergab, im Juni bei 5, respektive 5 bis 5,25%, derzeit sind wir ja 4,75 bis 5,0%. Und hier sehen wir normalerweise diese negative Korrelation zwischen Anleiherenditen und dem S&P 500 oder auch Nasdaq. TLT ist ja ein ETF, mit dem man das handeln kann. Normalerweise, wenn TLT fällt, dann fällt auch der S&P 500. Wenn TLT fällt, dann steigen die Renditen. Ein bisschen kompliziert, aber glauben Sie mir, meine Damen und Herren, wir sehen hier die US-10-Jährige gestern auf 3,6% gestiegen, aktuell leicht darunter. Und hier sehen wir mal den Nasdaq, die Aktien über ihrer 50-Tages-Linie hier von Figuring Out the Money. Hier sehen wir negative Divergenzen auf breiter Front. Der Nasdaq steigt weiter, aber es sind wenige Aktien, die über ihrer 50 oder nicht wirklich, wird das bestätigt durch die Anzahl der Aktien, die über 50-Tages-Linie handeln, auch nicht über der 200-Tages-Linie. Wir sind jetzt übrigens genau an dem Punkt, wo wir im Mai 2021 waren. Viele rufen ja den Bullenmarkt aus. Hier sehen wir den Nasdaq. Also das ist für mich jetzt nicht unbedingt der bullischste aller Charts, die ich jemals gesehen habe. Diese Bärenmarkt-Rally, die dauert an, aber seit November laufen wir im Grunde seitwärts. Wir hatten diese Erholung im Oktober gesehen. Und man glaubt ja, dass das positiv sei, wenn die Fed dann die Zinsen senken muss. Aber die Geschichte zeigt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Aktienmärkte in der Regel dann fallen, wenn die Fed gezwungen ist, die Zinsen zu senken. Erst dann erreichen die Aktienmärkte ihren Boden oder im Gefolge dessen. Dazwischen aber steigt die Arbeitslosigkeit deutlich an. Equities bottom when inflation peaks. Stimmt eben nicht. Wir hatten im Juni 2022 den Peak der Inflation bei über 9%, 9,1%. Und wenn sozusagen die Inflation fällt, heißt das nicht, dass damit der Boden der Aktienmärkte erreicht ist. Im Gegenteil, dadurch, dass die Inflation nach wie vor sehr hoch ist, hat die Fed erstmal wenig Möglichkeiten, wirklich die Zinsen zu senken. Wenn dann müsste schon Grobes passieren. Es müsste also eine ziemlich herbe Rezession einsetzen. Und das bedeutet, wenn diese Rezession einsetzt, dann wären die Wirtschaftsdaten noch schlechter und dann dürften auch eben die Aktienmärkte ihren Boden noch nicht gefunden haben, denn eine Rezession ist nicht gut für Aktien. Aber insgesamt gilt, es ist eigentlich ein Drama, dass die Fed meint, die Wirtschaft steuern zu können, bremsen zu können oder beschleunigen zu können. Eigentlich will sie die Wirtschaft jetzt bremsen. Man sieht schon, was sie kaputt gemacht hat. Die Bankenkrise ist eine Folge vorheriger Ignoranz gegenüber der Inflation und dann sehr schneller Zinsanhebungen in einem Jahr. Wenn die Folgen des heutigen Zinsniveaus deutlich werden, will Diego Fastnacht, der das sehr gut auf den Punkt bringt, nochmal dann posten. Da wäre ich gerne dabei, denn ich glaube, das wird dann ein Stück weit die Notenbanken delegitimieren, was da passiert ist. Hier sehen wir den Dollar. Gestern eine ziemlich saftige Rallye. Jetzt an dieser Trendlinie angekommen. Da schnappt es gerne mal wieder zurück. Aber hier sehen wir, der Dollar, der könnte durchaus hier nach oben ausbrechen. Wir haben positive Divergenzen auf vielen Fronten, unter anderem im RSI. Das sehen Sie hier oben im Chart oder haben Sie oben gesehen. Und interessant ist, dass der VIX zwar ein neues Tief erreicht hat seit dem 4. Januar 2022, aber das Q,
Der steigt hier weiter an. Mit dem 6Q kann man, wenn man so will, oder ist ein Maß dafür, wie stark das Bedürfnis nach Absicherungen ist für Puts zum Beispiel, die weit aus dem Geld sind. Also wenn der Markt wirklich drastisch fällt, dann würden diese Puts ins Geld kommen. Also da sieht man, dass sich einige Herrschaften durchaus stark absichern für einen stärkeren Fall an den Märkten. Aber hier sehen wir mal, der WIX unter der 17er Marke. Mit positiven Divergenzen in so vielen Bereichen auch, und jedes Mal, wenn wir in dieser Zone waren, dann wurde es für Aktien schwierig. Die Luft wird jetzt definitiv dünner für diese wunderbare Rallye, die ja eigentlich auf einem Fed Pivot basiert. Und so etwas haben wir schon mal gesehen, wenn wir mal die aktuelle Bankenkrise vergleichen mit Bear Stearns. Damals diese Investmentbank in Schieflage musste dann aufgekauft werden von JP Morgan. Daraufhin hatten wir eine Rallye von 14,5% gesehen im S&P 500 und der VIX ist gefallen von 36 auf 16. Und damals hat man uns dann auch gesagt, alles vorbei, alles gut. Das war nur der Auftakt für das, was dann später kam, nämlich Lehman-Pleite und all die Folgen. So ein bisschen ist das jetzt mit der Bankenkrise. Da sagt man auch, das Ding ist erledigt. Kann sein, dass es erledigt ist, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil letztendlich die Banken immer noch das Problem haben, sie müssen mit den Zinsen raufgehen, sonst ist das Geld eben der Kunden weg. Und wenn sie das tun, dann sinkt die Profitabilität eben dieser Banken. Und wenn wir vom Dollar sprechen, dann sollten wir auch vom Gold sprechen, gegen das ich überhaupt nichts habe, halte ich für wichtige Absicherung, physisch vor allem, wenn man es hält, gegenüber Systemunfällen. Aber wir sehen, das Gold-Sentiment ist schon krass. Hier Google-Anfrage, how to buy gold, wie kann man Gold kaufen, höchster Stand seit 2004. Und das ist eben genau das Problem. Wir sehen jetzt im kürzeren Zeitfenster so ein Triple-Hoch bei Gold. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Gold, aber das wird jetzt ein bisschen heiß. Diese Geschichte spricht auch dafür, dass der Dollar interessant werden kann. Wie ist die Stimmung am Markt? CTAs, diese Commodity Trading Advisor, die sind all in long im S&P, im Nasdaq, in Euro-Dollar, der gestern ja gefallen ist, und in Gold. Das wäre also der maximale Pain Trade, wenn genau diese Sachen nach unten gehen würden. Fear and Greed Index jetzt wieder bei 70. Es wird ja viel davon gesprochen, dass die Equity Shorts im S&P 500 Mini Future so stark seien, aber das sind oft Absicherungspositionen, nicht nur eine, sind da einige wie Hedgefonds, die sind da wirklich short. Aber ist für mich jetzt kein Anzeichen dafür, dass die ganze Welt short ist. Im Gegenteil, sehen wir ja, Fear and Greed Index und andere Indikatoren sind deutlich erhöht. Und schauen wir uns mal hier Semiconductor, also Halbleiter Index Valuations, dann sind wir hier praktisch wie im Jahr 2021. Unten sehen wir aber mal die Preise für Chips, nämlich DRAM 4 GB, die haben sich halbiert seit etwa einem halben Jahr und das passt irgendwie alles nicht zusammen. Wir haben Daten, Exportdaten aus Vietnam, aus Taiwan, aus Südkorea, die vor allem alle drei Länder sind sehr, sehr stark im Bereich Semiconductor, respektive Smartphone-Exporte und so weiter. Alle brechen massiv ein und die Aktien aber, die halten sich super, die Preise fallen. Das kann nicht funktionieren aus meiner Sicht. Das sind bestimmte Widersprüche. Und schauen wir uns an, was heute zu erwarten ist. Bank of America, Goldman Sachs werden kommen, Johnson & Johnson auch noch wichtig und nachbörslich dann noch Netflix. Das ist psychologisch auch immer wichtig, auch wenn eigentlich das Unternehmen jetzt nicht so fürchterlich bedeutend ist aus meiner Sicht für die Gesamtmärkte, aber psychologisch eben. Und dann hier noch eine Umfrage, die einen ganz schön umhaut. 51% der Amerikaner wissen nicht, wie sie ihren Net Worth kalkulieren können. 31% der Amerikaner haben 0 Dollar oder weniger. 30% der Generation Z kümmert sich mehr um das Vermögen von Berühmtheiten, von Celebrities, als um ihr eigenes. Und 21% der 59-Jährigen oder älter haben 0 Dollar oder weniger. Das zeigte, dass die Dinge hier ziemlich schief laufen, gerade in den USA. Die unteren 50 hier gelb, diese Linie, die besitzen nur einen kleinen Bruchteil dessen, was die obersten 10% besitzen. Das ist eine Ungleichverteilung, die natürlich sozialer Sprengstoff ist. Wir haben heute Daten aus China, wieder sehr gut.
Geld bis auf Property Sales, also bis auf Immobilienverkäufe. Aber hier sehen wir vor allem Retail Sales deutlich besser, also Einzelhandelsumsätze 10,6%. Aha, Industrieproduktion dagegen schwächer und das BIP, das ja in der Regel gewürfelt wird mit 4,5%, 4,0 war erwartet. Ja, es sind Wunderzahlen aus China immer wieder. Das ist eine sehr politische Zahl. Zwei abschließende Empfehlungen, meine Damen und Herren. Marko Kulanovic, der früher immer bullisch war, ist jetzt eher bärisch unterwegs und sagt, diese Rallye von Tech-Aktien ist zu heiß gelaufen. Auch einer, der sich in der Vergangenheit stets geirrt hat, kann jetzt recht haben. Das kann man haben. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, ChatGPT entschlüsselt Fettsignal und liegt bei Aktien richtig. Hatte ich gestern schon mal kurz angesprochen. Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Also diese zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.